Oh, danke. Die restlichen Leutlichter, Unterlichter wurden zu Deutlichtern. Yippie! Wir haben einen Haufen Deutlichter gesammelt. Hä? Jemand wissen, was wir damit anfangen sollen? Ja, warum haben wir schon über 100 Stück? Was sollen wir mit denen? Nun ja, ich... gute Frage. Sollen wir jetzt eine Ranch bauen für die oder was? Keine Ahnung, ich werde mir was einfallen. Du lässt dir was einfallen? Du willst sie einfach nur so sammeln? Fühlen sie sich gut an deinem Sparschweinkörper? Du bist natürlich kein Schwein, in deinem Sparkörper? Ja, was soll das? Wer waren diese drei und was haben sie vorgehabt? Ja, jetzt müssen wir uns erstmal um den Gigaleuchtturm kümmern. Ja. Oh wow. Bin ich was denn da gefunden? Ein Item bei Pokémon? Nee. Saftus Notiz 1. Wer zur Hölle ist Saftus? Hä? Was ist das denn? Lesen wir nochmal. Da ist ein dubioses Trio, das eine schier unglaubliche Menge an Undeutlichtern einfängt. Was zum Klabautermann haben sie mit einer solchen Anzahl vor? Wie viele Undeutlichter brauchen wir dafür eigentlich? Was weiß ich? Schnapp dir halt alle, die du kriegen kannst. So lief das Gespräch ab, das ich belauscht habe. Ich notiere es hier in der Hoffnung, dass diese Info einen hilfsbereiten Helden erreicht. Zeitzeuge Saftus. War Saftus nicht sogar dieser Vater von Schromos? Saftus, ist das etwa... scheint eine wichtige Aufzeichnung zu sein. Die präge ich mir lieber mal ganz genau ein. Bei den Tipps und Optionen kannst du sie jederzeit in der WatziPT nachlesen. Danke und willkommen zurück zu Mario und Luigi Brothership. Wir haben beim letzten Mal Biotor besiegt und können jetzt den Gigaleuchtturm wieder in Fahrt bringen. Aktuelles Stockwerk. Okay, nach oben, schätze ich. Konzerta kommt natürlich mit. Forstsee, Gigaleuchtturm. Oberste Ebene. Mario, Luigi, hier drüben. Hä? Hast du was gefunden? Und wenn ja, was? Oh, wir sind doch... Oh, das... Okay, jetzt verstehe ich. Wir haben es doch ganz oben geschafft. Wir halten Händchen. Sonst wären wir doch weggeweht. Das wollen wir ja nicht. Also gut, ich werde mit diesem Kännchen den Connector wieder zum Fließen bringen. Das hoffe ich zumindest. Wenn ich ehrlich sein soll, fühle ich mich etwas überfordert. Ach, das kriegst du schon hin. Ja. Ohne meine Mentorin bin ich die Einzige, die Aufgaben einer Vatanikerin erfüllen kann. Möge das Licht wieder erstrahlen. Erleichte den Weg zur Wiedergeburt von Connectania. Aha. Wow. Was zur Hölle ist das für ein... Also... Muss sie da nicht das Wasser erstmal hingießen? Nee, sie wird erstmal... Sie wird erstmal leicht wie eine Feder. Sie kann einfach fliegen, weil sie es kann. Ach so. Das ist kein Wasser. Das sieht aus wie diese Partikel, in die der Boss explodiert ist. Was auch immer es ist, unsere Vatanikerin weiß, wie man es einsetzt, um den Gigaleuchtturm wieder in Betrieb zu setzen. Oh, es wird immer größer. Und zum Schluss blüht es auf. Von der Glühbirne. Yeah. Jetzt wird ein großes Stück des Meeres wieder sichtbar gemacht. Alle fühlen sich sicherer. Sieht schon schön aus.
Juhu! Hip hip hurra! Hip hip hurra! Da war doch ein Block. Wie, ich habe nicht alle Blöcke gemacht. Das stimmt doch gar nicht. Nehmen wir den Gigaleuchten jetzt auch noch mit? Ich kann es nicht sehen, aber... es lässt sich vermuten. Obwohl, nee, ich glaube, der bleibt da wirklich sogar. Das kann sein. Na gut. Man muss ihn ja auch nicht mitnehmen. Kapitän Mora! Willkommen zurück! Wir haben es echt bis ins Polychrommeer geschafft. Mann, ist das aufregend. Oh ja. Das hat tatsächlich geklappt. Mario und Luigi, dank euch bringen wir unsere Welt vielleicht wirklich wieder zusammen. Hoffe ich doch mal. Wenn nur meine Mentorin hier wäre. Jetzt lasst uns auf die gleiche Weise weitere Inseln anbinden. Genau. Mario, Luigi, weiter geht's. Okidoki. Ich weiß auch nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber auf jeden Fall, wir kommen zurück. Zu Mario und Luigi. Ich glaube, ich habe es neu gesagt. Ich weiß nicht. Bereit, Bericht zu erstatten. Wir sind gerade vom Gigaleuchtturm in der Forstsee zurückgekommen. Ich habe dort Biotor mit Undeutlichter angefüttert, damit er Wache schiebt. Wenn jemand an ihm vorbei will, kann er sich auch was gefasst machen. Also... die komischen Typen mit den Bürsten im Gesicht, die kriegen wir! Wir sollten Vorsicht walten lassen. Hä? Wenn sie tatsächlich gedenken, alle Inseln anzubinden. Ich sollte mir das wohl mal mit eigenen Augen ansehen. Wie bitte? Der Boss höchstpersönlich von der bösen Bande will zu uns? Vielleicht will er nur Hallo sagen. Muss er nicht böse sein. Weiß nicht, vielleicht will er das Schiff übernehmen, damit er uns die Arbeit abnimmt. Wie nett. Ach ja. Das Polychrommeer. Wir müssen die nächste Insel finden. Oh yeah. Ja, wie machen wir das denn? Wenn wir es mal rauszoomen hier, dann sehen wir, wie... oh, wir gehen nach unten. Ich dachte, wir gehen nach rechts weiter. Nö. Vielleicht ist das ja auch das letzte Gebiet? Achso. Ja, das hat sich dann geregelt, ne? Warte mal. Vielleicht sollten wir erstmal mit den Leuten hier reden. Vielleicht hat ja einer von denen jetzt eine Quest. Nicht, dass wir das verpassen. Reden wir lieber nochmal mit den Schwestern. Es werden mehr und mehr Inseln angebunden. In anderen Meeresregionen gibt es bestimmt noch jede Menge Inseln. Große Abenteurer warten auf uns. Ganz große Abenteuer. Dulüm. Ich weiß nicht, warum ich auf einmal so viele Windows-Nachrichten bekomme. Kollege, was gibt's denn? Oh, das muss man gesehen haben. Habe ich nicht recht? Ist es hier nicht gleich noch schöner geworden? Schön, seit wann ist das hier? Ha. Seltsam. Blumen hübschen eben jeden Ort gehörig auf. Mein kleines Dankeschön dafür, dass meine Heimat Florfla wieder angebunden wurde. Mit etwas Geschenk kann man damit sogar bis hoch zur großen Kanone springen. Ach ja? Das sollten wir ausprobieren. Ich glaube, die geben keine Quests, sondern sagen einfach nur, ja, das hier solltest du dir kaufen, dann bist du voll krass. Wow, Alter, sind schnell. Wow. Oha. Speichern sollten wir auf jeden. Jetzt ist halt nur die Frage. Logbuch-Missionen. Gibt es neue Missionen? Wow, wie finde ich das heraus? Wie wäre es, wenn ich mich einfach mal ein wenig umschaue und herausfinde, ob es neue Missionen verfügbar sind? Das klingt doch an dem Plan. Okay, nein. Scheinbar gibt es im Moment nichts Neues mehr zu entdecken. Außer natürlich die Insel dort drüben. Land in Sicht! Gigaleuchtturminsel! Warte mal, was? Wie jetzt? Der nächste Gigaleuchtturm? So schnell? Ich kann die Gigaleuchtturminsel sehen, aber...
Ja, die ist auch so umrahmt in einer riesigen Stahlmauer. Wieso ist da eine Mauer drumherum? Du meinst, war vorher nicht da? Auf der letzten Gigaleuchtturminsel gab es doch diesen komischen Bunker. Vielleicht treffen wir hier auch wieder auf solche zwielichtigen Typen wie dort. Also selbst wenn wir nahe genug ankommen gegen diese Mauer, sind wir machtlos. Und ich dachte, diesmal wird es ein Klacks, nachdem wir die Insel so flott entdeckt haben. Kommen wir nicht irgendwie über die Mauer rüber? Oder was, wenn wir sie in die Luft jagen? Was sollen wir tun? Luigi, hast du eine Idee? Naja, hier im Polychrommeer gibt es auch noch eine Menge normaler Driftinseln. Vielleicht finden wir auf einer von ihnen jemanden, der uns mit der Mauer helfen kann? Mir fällt nichts Besseres ein, als hier erstmal Driftinseln zu suchen und sie anzubinden. Das klingt doch nach einem Plan, gell? Irgendwo muss es doch einen Ingenieur oder Mechaniker geben, den wir anheuern können. Ja? Ei, ei! Erkunden wir die Meeresströmungen und halten auch schon nach Driftinseln! Ist doch irgendwie aufgefallen, dass... Okay, warte, hier ist der Gigaleuchtturm. Von hier aus erhellte einst einer von 4 Gigaleuchttürmen Connectania. Okay, schön und gut. Warum ist hier ein Leuchtturm, aber hier auch? Sind die nicht sehr nah aneinander? Also finde ich jetzt zumindest. Warte, wenn ich jetzt mal rauszoome. Die sind schon relativ aneinander. Vielleicht ist der andere hier. Dann vielleicht einer dort. Und einer dort. Dann sind zumindest so eine Formation. Das hätte zumindest nochmal was, aber... Ansonsten finde ich den wirklich einfach ziemlich komisch platziert. Na gut, wir sehen, das Polychrommeer ist ein Stückchen größer als die Forstsee. Weil das ist nur ein See, das ist schon ein Meer. Deshalb werden wir hier einiges mehr erkunden können, vermute ich mal. Aber gut, nach der Logik, da wenn wir dann hier weitergehen, haben wir sehr, sehr viel. Und hier nicht. Wird das Ende kurz sein? Ich lasse mich mal ein bisschen treiben und wenn ich was finde, dann... Oh, warte mal, neue Items sind in der Werkstatt verfügbar. Und noch... Ach, jetzt kriege ich neue Missionen. Ach, danke. Warum jetzt? Ich sorge einer Mutter. Okay, Hamaria. Was ist das? Die sonst stets so heitere Hamaria scheint sich um Fabrizia zu sorgen. Du solltest ihr erzählen, wie es ihrer Tochter geht und was sie so macht. Also, in Schwankum mit Hamaria sprechen. Und Inselbewohner in Gefahr. Ein paar seltsame Vögel entführen Inselbewohner. Ob das mit den verdächtigen Typen Verbindung steht, die du gesehen hast? In Schwankum. Okay, beide Male. Ja, das können wir theoretisch auch noch machen. Wäre es, wenn wir erstmal in den Shop vorbeischauen? Oh, ihr habt noch was zu erzählen. Jetzt auf einmal. Meine Lieben, ich bin sehr beunruhigt. Was ist denn los? Das ist wegen dieser seltsamen Vögel, von denen man so viel hört. Ja, ich finde sie furchtbar unheimlich und angeblich tauchen immer mehr von ihnen auf. Ich habe gesehen, wie so ein Vogel jemanden auf Schwankum geschnappt und entführt hat. Wirklich, das ist ja grauenvoll. Irgendwann werden sie sich uns schnappen. Ein Wunder, dass das noch nicht passiert ist. Allerdings, wir sind schließlich die reinsten Leckerbissen. Oh, das sind wir wohl. Ah ja, Nonnels Geschichte. Mädels, wart ihr schon bei diesem neuen Laden? Der Laden, den Hamaris Tod eröffnet hat, man merkt, wie viel Arbeit darin steckt. Wenn man dem lieben Kind Materialien bringt, röstet es einen Ruckzuck was Tolles draus. Das zeugt von Geschick. Ich bin beeindruckt. Nur in letzter Zeit ist die Stimmung dort immer so bedrückend. Dabei läuft der Laden doch so gut. Ich frage mich, was geschehen ist. Vielleicht hat das arme Kind zu viel zu tun und kann deshalb seine Mutter nie besuchen. Es vermisst Hamari bestimmt sehr und der guten Hamari geht es sicher genauso. Ach, das tut mir alles in der Seele weh. Was für ein bedauernswerter Zustand. Mein Kind dagegen kann es gar nicht abwarten, von zu Hause wegzukommen. Meins auch, aber dann habe ich wenigstens wieder mal Freizeit. Dann können wir uns hier noch öfter treffen. Ja, dass eure Kinder weg von euch wollen, das wundert mich nicht. Fabrizia, hey! Mhm. Was hast du denn so Schönes? Und was Neues? Gesundtrink, Flitzekrone, die sagen mir jetzt nichts, aber wirklich interessiert bin ich jetzt nicht an deinen Items. Gut, ich habe sie mir auch nicht im Detail angeschaut, aber wenn du auch keine Mission hast, nein, raus hier! Raus! Ich muss extra A drücken auf Beenden, warum? Na, wenn du nichts zu bieten hast, dann bin ich halt wieder weg. Nee, ich glaube, hier ist sonst nichts mehr. Gehen wir nach Schwankum! Und kümmern uns um die Winselbewohner und natürlich um Hamaria.
Ich versuche immer, alle Missionen beginnen zu machen. Aber versprechen tue ich nichts. Auch so mit den 100%. Ich weiß nicht, ob es hier 100% gibt. Außer natürlich halt die ganzen Deutlichter zu fangen. Die werde ich schon auffangen. Die sind ja bisher super einfach gewesen. Also da gehe ich mal von aus, dass ich die hinkriegen werde. Ja, wer weiß. In den letzten Bänden sind die vielleicht dann so richtig krass fies versteckt. Okay, versteckt können sie eh nicht sein. Wo müssen wir lang? Wir müssen nach oben und nach ganz oben. Okay, die Röhre ist es also. In die Röhre. Sind wir schon da? Komm auf der Map. Ja, hier vorne direkt. Hallöchen, Kollege. Hast du Vögel gesehen? Mario, gerade richtig. Wir feiern gerade, dass auf unserer Insel wieder der Connector fließt. Wenn nur diese seltsamen Vögel nicht über uns kreisen würden. Da, da schon wieder, schau. Was haben die vor? Lass das! Ah! Oh nein! Ah! Sie verschleppen uns, wer weiß wohin. Keine Ahnung, woher sie kommen. Hilfe! Mario, bitte, hilf uns! Kriegst auch einen geilen Wonderpilz TX. Da heilt einen komplett voll, wenn du stirbst. Oh. Ist eine nette Belohnung. Machen wir das mal. Ja, wie komme ich da nochmal hoch? Moment. Waren wir da oben überhaupt schon mal? Nee? Nee, ich glaube, da waren wir noch gar nicht, weil wir kommen da noch nicht hin. Dafür muss man fliegen können. Und das können wir jetzt. Ja, okay, was heißt fliegen? Also, schweben halt. Nee, jetzt mal ehrlich, wie komme ich da hin? Jetzt schon? Komm ich da vielleicht hoch? Da komm, Mario! Ach, kann sich nicht festhalten. Verdammt! Okay, gehen wir mal einen anderen Weg. Darf ich da nicht durch? Leute, ich bin's, Mario! Ihr müsst mich durchlassen! Eine weitere Insel gefunden, aber ich lasse ihn erstmal durchkreisen. Also nicht wundern. Wir wollen ja erstmal hier die Mission machen, wenn wir sowieso schon mal hier sind. Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Nee, hier komme ich nicht lang. Der Map? Vielleicht ein Hinweis? Ja, Map zeigt mir einen Hinweis. Ich kann es von ganz links aus versuchen. Da bin ich noch nicht lang gegangen. Ich dachte, da würde es nichts Besonderes geben, aber Moment mal. Ja doch, da oben kann man lang. Ja doch, ich bin doof. Hier kann man einfach lang. Okidoki. Wenn wir schon mal hier sind. Ich habe schon über 2000 Münzen. Ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben. Womöglich. Hey, vielleicht brauchen wir das Geld noch später. Wer weiß. Kann ja sein. Kollegen, was wird das? Ey! Nix da. Hier bleibt schön hier. Time. Wo kommen die Vögel überhaupt? Luigi! Wow! Luigi! Ey, das war unfair, ich konnte nicht ausweichen. Bonk. Ich hab einfach gedrückt. Das war richtig. Nein. Ah, wie viel Schaden? Oh no. Gar nicht gut. Ja, ein Pilz können wir. Ah, nicht Pilz. Panzer können wir nicht einsetzen, weil da würde niemals treffen. Die sind alle in der Luft. Wir können nur springen. Klemmergeier. Der klemmert auch so an uns. Hau ab! Welche Level sind die überhaupt? Wahrscheinlich sehr hoch, oder? Ah, Müll, ist fast tot. Das zeigt einfach nicht rauf. Guck, man kann nicht springen, man kann da nicht springen. Man muss sie treffen, sonst kriegen die Brüder Damage. So ist das gemeint. Verstehe. Gönn dir den Superpilz, Luigi. Du hast ihn dringend nötig. So, und nun machen wir den ersten Down. Der Level 15 ist wirklich underleveled. Mein Held, zumindest macht das ein bisschen interessanter. Hör was zum... Oh, das war jetzt der andere Angriff. Böse. Oh, der war schneller. Warum war der schnell? Ich mag diesen Kopf überhaupt nicht. Luigi, du hast mir wehgetan.
Verdammt, das kann so nicht weitergehen. So kommen wir nicht weiter. Ich glaube, die Nuss heilt auch nicht so viel. Ich hätte eine Supernuss gebraucht. Null Magis drauf. Okay. Heb ihn auf. Schön. Daneben, Kollege. Oh mein Gott, der hat sich umgedreht. Okay. Ich muss Mario wiederbeleben. Der braucht die XP. Wir können nicht zulassen, dass beide Bros andere XP-Zustände haben. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Nicht gebrauchen. Ja, schon wieder fast tot. Wenn der Schild ist wieder. Okay. Na komm, gehen wir beide auf einen, dann müsste ich nur einen Angriff überleben. Das kann ich mir noch eher vorstellen. Na komm, besiegt ihn jetzt. Der muss doch jetzt down sein, also bitte, ich bitte dich. Ja, ein toller Treffer auch noch. Nein, nein, Mario! 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 Fast tot! Nimm den One-Up! Pilz! Okay. Jetzt zeig sie ihm! Wir dürfen uns nicht mehr treffen lassen. Verdammt, verstockt. Lass es sein, Kollege! Es ist aus! Die Maus! Mit dir! Ich gib nicht auf! Armer Luigi, hat keine Kraft mehr. Nein, nein! Luigi, es ist keine Zeit zum Schlafen. Mach auf! Drei One-Ups in einem Kampf, ich bin massivs underleveled. Vielleicht sollte ich offscreen ein bisschen trainieren. Wäre tatsächlich keine so schlechte Idee, oder? Ich wollte es wirklich verhindern, aber... Oh Mann, wir sind Level 50, Level 12. Ich bin jetzt erst Level 12. Man ist eigentlich schon Bumerang. Oh Mann. Whoops. Aber zumindest war das lustig, glaube ich. Hattet Spaß, ne? Ja, hattet Spaß. Hattet Spaß. Ja, das hattet ihr. Das entscheide ich für euch. Ihr könnt das nicht entscheiden, jetzt entscheide ich das für euch. Ihr hattet Spaß mit dem. Vielen, vielen Dank. Ihr habt mir das Leben gerettet. Wohin bringen diese Vögel ihre Opfer? Aber zuerst gibt's noch eine kleine Belohnung. Bitteschön. Jahoo! Einen besseren Monopilz. Bye bye. Ah, das sind viele nette Leute. Eine Driftinsel und der. Ja, das ist ja die gleiche. Wieso kann ich hier den Kurs ändern? Ach, hier rein. Ja, meinetwegen können wir das machen. Hier ist noch. Oh, warte, stopp. Nee. Ja, doch, muss ich jetzt, ne? Das würde ich noch gerne holen, aber das ist gerade nicht wichtig. Wie geht's denn, Bros, gerade? Nicht so gut. Das ist natürlich nicht so geil. So, jetzt geht's denn besser. Warte, wo muss ich noch hin? Ja, falscher Knopf. Hier, dieser richtige Knopf. Da drüben, bei Hamaria. Stimmt. Lass mich durch. Stimmt, mit ihr wollten wir noch mal reden. Oh, hier ist ein Heilblock. Let's go! Oh Mann. Hamaria! Du machst dir sicherlich Sorgen, oder? Oh, hallo Mario und Luigi, wie geht's euch denn? Wie gewöhnlich sieht ihr eigentlich ganz vergnügt aus. Oh, wie es mir geht? Hammermäßig, naja. Sicher? Ach, man merkt mir an, dass ich mich sorge, was? Es geht um meine kleine Fabrizia. Bestimmt ist alles in Ordnung und doch. Hä? Könntet ihr meinem Kindchen vielleicht etwas von mir vorbeibringen? Hier. Eine Handvoll verkrusteter Münzen und einen Brief erhalten. Okay. Warum nur Fabrizia? Was hat sie gegen... Wie ist der andere? Auf jeden Fall, ihren Sohn. Ich mache mir jetzt Mutter eben so viele Sorgen. Danke, dass ihr mir helfen wollt.
Streusirup? Naja. Okay, machen wir. Warum nicht? Aber ich dachte, da fällt mehr aus. Okay, wir müssen dafür zurück zu unserer Capybara. Wie wär's, wenn wir sofort abhauen? Was ist der Knopf dafür? Ich hab's vergessen. ZR. Oh! Jetzt. Let's go! Ich würde sagen, dann werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal direkt die nächste Insel erkunden. Let's go! So schnell kann das gehen. Wenn wir jetzt in jedem Meer, in jedem dieser fünf Meeresgebieten, wenn wir da immer so fünf Inseln oder so finden, dann haben wir wirklich einiges zu tun. Das kann natürlich durchaus sein. Musikstück. Mario ist hier, die Freude ist groß. Aber jetzt sag doch mal, was ist denn eigentlich los? Ist es wahr, ihr habt einen Brief? Oh yeah! In dem meine Mutter das Folgende schrieb? Liebe kleine Fabrizia, wie geht es dir denn so? Es ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass du in die weite Welt gezogen bist. Ich vermisse dich noch wie am ersten Tag, denn ich werde ja auch nicht jünger. Wenn doch nur unser Connectania niemals auseinandergebrochen wäre, nicht wahr? Dann müsste ich mir auch keine Sorgen um dich allein da draußen machen. Wenigstens nicht allzu große Sorgen. Bekommst du auch genug zu essen? Hast du schon viele Freundinnen gefunden? Hier ist jedenfalls alles beim Alten. Sorge dich bitte nicht um mich. Das war auch schon alles, was ich schreiben wollte. Darum mache ich hier Schluss. Pass auf dich auf und halt den Hammer hoch. Mutter. Oh, es hat mal keinen Reim. Wartet mal nur einen kleinen Moment. Fast hätte ich die beigefügten Münzen verpennt. Ja, nimm sie ruhig, dann nehme ich sie. Sieht man genau hin und bloß nicht weg. Dann sind die Moneten ja völlig verdreckt. Da kommt nicht nur ein Held, es kommen gleich zwei und bringen mir schmutzige Kohle herbei. Sind sie nicht geil, die Mamas von heute? Oh Mann. Liebe Mutter, was hast du mir da nur geschickt? Doch Moment mal, ich habe gar keinen Dreck abgekriegt. Was? So sieht's auf der Zunge, dass ich gar nicht schade, denn es muss bedeuten, dass es Schokolade. Oh, PS, da habe ich dir noch die Nachbarin. Da hat mir doch die Nachbarin tatsächlich ein paar Schokomünzen geschenkt. Die meisten habe ich verputzt, aber du sollst die restlichen haben. Hau rein! Die sind so geil gewesen. Früher habe ich auch so oft genascht, diese. Diese sieht aus wie so ein Taler oder was ist auf? Es ist einfach Schokolade. Aber sie sind einfach toll. Wie süß von hier, so sieht es aus. Zum Dank fahre ich mal. Wie irgendwann bald wieder nach Hause. Doch auch ihr zwei sollt nicht leer ausgehen. Dieser Lohn wird euch gut zu Gesicht stehen. Yahoo! Sirup! Alright! Und währenddessen ist tatsächlich unser Schiff weitergefahren. Ob ich das gut finde oder nicht, ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich werde ganz ehrlich mit euch sein, ich werde erstmal warten, bis ich hier rennen kann, weil die Insel werden wir sowieso erst in der nächsten Folge machen. Ja, ich denke, wir machen einfach heute eine kleine, kürzere Folge. Holen wir noch eben die, nicht Driftinsel, sondern die, das Monument, ihr wisst, was ich meine. Ich Idiot, ich habe komplett vergessen, dass es auch Turbo gibt. Ich habe es wirklich vergessen. Oh Mann. Ja, jetzt haben wir's. Da vorne, direkt da. Block mit Schnauzerriff, das ist doch unser Kollege, unser Freund und Helfer. Oh, schön. Ah, schön. So, damit haben wir, glaube ich, genügend gefunden. War das unser vierter? Warte mal, wo waren denn drei Stück? Ah, der Blooper. Ich habe den Blooper ganz vergessen. Ja. Ein Riff mit im Polychrommeer, das von Quadern nur so strotzt. Ja, das auf jeden Fall. Und nicht nur mit Quadern, sondern auch mit Moneten und Kätzchen. Und Hunden, was auch immer. Riesig, ein neues Riff für mich. Jedes Riff, das ich gezeigt bekomme, ist schöner als das davor. Hier die Belohnung. Erstkontakthandschuhe, aha. Bisher habt ihr vier Riffe für mich gefunden. Wenn ihr noch drei Riffe mehr findet, drücke ich mehr aus. Weiter geht es. Es muss eine Menge Riffe zu finden gehen. Vielen Erfolg. Danke.
Aber was ist denn das? Yahoo! Was ist das überhaupt für einer? Angriff und Verteidigung steigen zu Beginn des Kampfes um 50%. Was bedeutet... Was bedeutet das? Was heißt Beginn des Kampfes? Bedeutet das jetzt... Die ersten paar Runden? Nur die erste Runde? Was bedeutet das? Ich würde an Geschwindigkeit verlieren bei Mario. Bei Luigi würde ich an KP verlieren. Ehrlich gesagt, bin ich jetzt gar nicht so geprickelt davon. Ich glaube, ich lasse es tatsächlich sein. Und beim nächsten Mal gehen wir auf eine neue Insel zu. Seid gespannt, seid gehypt, seid dabei. Blum, blum. Ja. Juhu. Yippie.